So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal sind wir auf unserer Suche nach Kakariko beim Turm gewesen, den ich nicht öffnen kann. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Irgend so ein Typ hat gesagt, ja, hier Höhle. Und dann war ich in der Höhle und da war aber auch nichts. Dann haben wir einen Hinox erledigt. Dann haben wir uns erledigen lassen von so einem riesigen Viechstein-Dingens. Und dann haben wir Kakariko gefunden. Und da geht's jetzt weiter. Wer mich nicht kennt, Infos zur Let's Play, zum Let's Play sind in der Beschreibung. Es ist blind und ihr seht alles, was ich spiele. Das heißt, so wie im letzten Part, wir irren sehr viel herum und dann muss man halt ein bisschen vorspulen. Ich werde jedenfalls nichts großartig schneiden. Genau. Viel mehr muss man nicht wissen. Wenn einem was zu lange dauert, vorspulen oder zum nächsten Part skippen. So, wir sind jedenfalls tatsächlich in Kakariko. Okay, dann bin ich mal gespannt. Oh, da ist direkt. Hallo, Kollege? Da ist direkt jemand mit einem Ausrufezeichen. Bist du eben die Kranzruinen zu sehen? Tut mir leid, aber ich bin auch nur ein einfacher Tourist wie du. Wenn du was über die Kranzruinen wissen willst, frag bei der Dorfvorsteherin oder der Sonau-Forschungsgruppe nach. Sie sollten sich in der Nähe der schwebenden Kranzruine nördlich des Dorfes befinden. Weißt du, was man sich hier als Tourist unbedingt ansehen sollte? Na was wohl, diese kuriosen ringförmigen Ruinen? Ach, das ist dieser Kreis. Ah. Die gibt's nur hier zu sehen. Und nicht nur das, in 4 der 5 Kranzruinen wurden anscheinend Steintafeln mit Sonau-Schrift entdeckt. Allein um die zu sehen, bin ich hier ins Dorf gekommen. Es gibt nur leider ein Problemchen. Ich leide unter so starker Höhenangst, dass ich mir schon im zweiten Stock eines Hauses die Knie zu schlottern beginnen. Und diese Ruinen mussten ja leider alle am hochgelegenen Orten herunterfallen. Die schwebende Kranzruine darf man ja eh nicht betreten, aber zumindest kann man sie ganz gut betrachten. Aber an die anderen 4 traue ich mich nicht heran. Ach, wenn ich zumindest wüsste, was auf diesen Steintafeln geschrieben steht. Okay, interessant. Also er will was von den Steintafeln wissen. Die kann ich wahrscheinlich dann ihm mitteilen oder so. Oder fotografieren, keine Ahnung. Der Kesseköcher. Ah, hier gibt es wahrscheinlich Sachen für Pfeile oder was? Ja. Da müssen wir jetzt auch nicht groß quatschen. Ja, okay. Nichts Spannendes für uns. Da gibt's Essen. Oder auch nicht. Nee, hier gibt's eine Quest. Hi. Hallo, willkommen. Normalerweise sorgen mein Mann und Narbis hier für Nachschub. Doch im Moment haben sie mit den Monstern zu tun, die die Kranzruinen in den Hügeln im Westen unsicher machen. Wie du sehen kannst, sind wir praktisch ausverkauft. Eigentlich müssen die beiden klarkommen, aber ich habe etwas Angst, dass sie sich schon wieder in den Haaren liegen. Leider ist der Weg zu beschwerlich, also kann ich nicht nach ihnen sehen und ich mache mir schon Sorgen um sie. Okay. Bitte verzeih, dass ich dir mit meinem Problem ein Ohr abschwatze. Wie kann ich dir weiterhelfen? Spurtkarotten, ja, okay. Alles klar. Überall Kranzruinen. Gott, 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 Gott. So. Sonst hier irgendwas Spannendes? Nee. Raus. Okay. Huhn. Ach, warte mal. Kann man auf die Art und Weise auch die Fotos bekommen von den Sachen? Ah, wunderbar. So. Ah, da sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Flügel haben einfach keine. Ja, genau. Ich wollte die Tür fotografieren, richtig. Die haben einfach keine Lobby, die Flügel. Ist okay. Hier noch was zum Fotografieren? Okay. Dann raus. Da ist die Koch. Ah, okay, doch, jetzt erkenne ich Kakariko auch wieder vom Aufbau. Hier ist die Kochstelle. Kennen wir? Koch, Kopf, 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 Topfdeckel. Ja. Dann ist da nämlich in der Richtung. Genau, hier ist dann Impas Haus.
Ja, jetzt ergibt es Sinn. Und das ist die schwebende Kranzruine, oder was? Oha, die schwebt ja wirklich. Wild. Und da ist die andere Kranzruine. Also ist alles hier runtergestürzt, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, doch, jetzt erkenne ich den Aufbau von Kakariko auch wieder. Ja. Ja, doch, so langsam. Also, der Teil ist zumindest recht ähnlich aufgebaut. Hier ist Hotel. Wenn es da nicht eine Quest drin gibt, habe ich da jetzt eigentlich nichts drin großartig verloren. Okay, es gibt eine Quest. Ein Kunde, willkommen. Du siehst müde aus, wie wär's mit einer Mütze Schlaf hier in unserem gemütlichen Gasthaus. Nur 10.000 Rubine. War Spaß. Ich wollte eigentlich bloß ein kleines Nickerchen einigen. Schwupps wurde ich als Haushaltskraft eingespannt. Der Besitzer wollte nur kurz die Betten in den Zelten der Forschungsgruppe neu beziehen, von wegen kurz. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Ich würde erst selbst nach ihm suchen, aber ich kann hier ja nicht weg. Die Forscher haben hier in der Nähe insgesamt 4 Lager aufgeschlagen. Wärst du so nett, dort mal nachzusehen? Okay, alles klar. Okay. Gibt's hier irgendwas zu fotografieren? Nö. Nüsch. Dann raus. Gut, Quest abgeholt. Weiter geht's. Hi. Okay, ich kann Kranz kaufen. Schmuckkränzchen. Ja, gib mal eins her. Ach hier, toll. Ich dachte jetzt, das ist... Na super, was soll ich jetzt damit? Scheiße. Ja, puh. Das nützt mir jetzt nichts. Ich dachte, es ist jetzt irgendwie... Jetzt kann ich das Ding tragen und weiß nicht, wohin ich damit soll. Cool. Ja, das hätte wahrscheinlich... Irgendjemand wird es wollen. Und dann muss ich das halt holen. Ja, weiß ich jetzt leider auch nicht, wer das haben will. Oha. Okay, gehen wir mal ins Haupthaus. Da ist dann sicherlich auch... Wer auch immer. Paya. Es ist jetzt Payas Pflicht, das Dorf anzuführen. Und was tut sie? Kaum lässt man sie kurz aus dem Auge, stützt sich wieder kopfüber in völlig nebensächliche Angelegenheiten. Hey, Herr Link. Wir haben uns seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen. Meine Güte, habt ihr mich kalt erwischt. Ich hatte überhaupt nicht mit euch gerechnet. Ach, gerade jetzt, wo mir die neue Vorstehende in deren ständig Kopfzerbrechen bereitet. Also Paya ist jetzt hier Chefin, ja? Was ist mit Impa? Tot? Entschuldigt bitte, vermutlich könnt ihr noch gar nichts davon wissen, Herr Link. Die frühe Dorfhälfte, die Ehrenwerte Impa, ist zurückgetreten, okay? Jetzt hat Paya den Posten als Dorfvorsteherin von Kakariko inne. Meine Pflicht besteht darin, ihr als Assistent zur Seite zu stehen, aber Paya macht gerade gar keine Anstalten, das Dorf anzuführen, sondern ist wie besessen von den Kranzruinen. Wenn sie doch nur öfter auf mich hören würde. Gerade ist sie vermutlich auch mit den Leuten von der Sonau-Forschungsgruppe an irgendwelche Kranzruinen zugange. Sollte sie euch jeder treffen, Herr Link, würde sie das möglicherweise an ihre Pflichten als Dorfvorsteherin erinnern. Dürft ihr euch darum vielleicht bitten, Paya zu kontaktieren? Na klar. Ich gehe trotzdem kurz mal hier hoch. Vielleicht ist Impa ja sogar da. Hier war sie mal. Keine Impa. Och, gehen die 3 Millionen Sachen zum Lesen. Bestimmt 3 Millionen Bücher hier jetzt wieder. 3 Hinweise für Forscher. Schreine, Abgründe, Forscher. Aber das hatten wir schon, oder? Ja, das ist nicht Neues. Okay, gut. Puh. Glück gehabt. Hier war mal Payas Tagebuch. Ist auch nicht da. Gut. Oh. Ja, never mind. Okay, let's go. Als meine liebe Oma mir eines Tages sagte, Paya, du bist richtig erwachsen geworden, da habe ich nur genickt. Und dann sagte Oma, und darum mache ich dich ab heute zur Dorfvorsteherin. Damit war es geschehen. Ich hoffe ehrlich, ich kriege die Sache irgendwie hin, aber ich habe so meine Zweifel. Dorian ist zwar mein offizieller Assistent, aber wenn er mich anzieht, liegen Sorge und Unsicherheit in seinem Blick.
Oma ist ganz in alte Schriften vertieft und ich traue mich gar nicht, sie auch nur mit einem Pieps zu stören. Der Dorfvorsteherinnenhut, den Oma für mich gemacht hat, wiegt so furchtbar schwer. Es geschah ganz plötzlich, ohne die geringste Ankündigung. Es war so abrupt und gewaltig. Mir war, als würde irgendjemand den Erdboden selbst packen und schütteln. In der Luft lag Fäulnis, Waffen zerfielen vor unseren Augen und schließlich stürzten gewaltige Ruinen vom Himmel. Zum Glück wurde zwar niemand von uns verletzt, aber das Dorf ist kaum noch wiederzuerkennen. 5 gigantische ringförmige Ruinen fielen über unserem Dorf vom Himmel und im Osthügel klafft ein riesiges Loch. Und zu allem Überfluss sagte mir Oma dann sogar, dass sie zusammen mit Kado eine Reise antreten würde. Ich wollte sie aufhalten, weil die Lage doch so ernst war, aber sie meinte, genau das sei der Grund. So konnte ich ihr nur Lebewohl sagen, dabei sah man ihr an, dass sie eine furchtbar wichtige Reise antrat. In dem Buch, das Oma gerade las, sah ich 11 seltsame Zeichnungen. Ob am Ende vielleicht die an Omas überstürzte Abreise schuld sind? Als ich Pura im Spähposten die Geschehnisse im Dorf berichtete, erfuhr ich, dass ringförmige Ruinen extrem selten sind. Da dachte ich mir, das wäre eine gute Chance für unser Dorf und bestellte die Sonar-Forschungsgruppe gleich zu uns. Als ich die Forscher dann im Dorf begrüßen wollte, stand plötzlich Prinzessin Zelda vor uns. Ihre Hoheit wirkte fast wie eine Puppe, als würde ihr gar kein Leben innewohnen und man sah mir meine Verwunderung an. So verbat die Prinzessin uns und allen anderen, die schwebende Ruinen zu betreten und verließ uns. Nicht einmal etwas Mitleid für die Lage im Dorf oder ein Wort der Ermutigung hatte sie für uns übrig. Ha, das ist nicht okay. Die Sonar-Forschungsgruppe ist in unserem Dorf eingetroffen. Ihr Leiter Tauro ist wirklich ein Genie. Er hat es im Alleingang geschafft, die Sonar-Schrift zu entziffern. Ich habe die Gebilde, die aus dem Himmel über dem Dorf herabgefallen sind, provisorisch Kranzruinen getauft. Ich sehe in diesen Kranzruinen viel Potenzial für unser Dorf. Und die anderen stimmen mir darin zu. Manche Dorfbewohner greifen der Forschungsgruppe unter die Arme, andere melden sich für Wachgänge. Dorians Tochter Coco fertigt sogar Andenken für Besucher an, sogenannte Schmuckkränzchen. Dank der Hilfe aller kommen wieder vermehrt Reisende zu uns. Das Dorf scheint von neuem Leben erfüllt. Zuallererst müssen wir mehr über die Kranzruinen in Erfahrung bringen und das obliegt mir, der Dorfvorsteherin. Ich werde meine Pflichten nach Kräften erfüllen, doch auf eine andere Art, als es meine Großmutter zu tun pflegte. Ich werde nicht bloß in meinem Haus sitzen und auf Besucher warten, die mich sprechen wollen. Ich werde hier viel ändern und bewegen, damit ich Oma bei ihrer Rückkehr mit einem stolzen Lächeln empfangen kann. Okay, das war doch tatsächlich immer ganz gut zu lesen. Das hatte auch Inhalt. Im Gegensatz zu anderen Büchern. Sorgenbuch. Die Steintafel aus den Kranzruinen ist hübsch, kühl und eignet sich vorzüglich als Schlafpritsche. In einem normalen Bett werde ich ab sofort nicht mehr schlafen können, nicht mal in einem Luxusbett, fürchte ich. Erstmal darüber schlafen. Ich, die Schlafmütze. Weiß irgendwer von Zutaten, die gegen das Miasma helfen? Suche dringend. Informationen sofort bitte an Himba. In den Kranzruinen in den Hügeln im Westen sind Monster eingezogen. Jeder Erkundungsversuch ist vergebens. Kann keiner helfen? Irgendwie müssen die wildwütigen Wesen doch da fortzuschaffen sein. Ich bin zwar von auswärts, aber hoffe, dass ich das trotzdem hier reinschreiben darf. Man fragt sich ja, wo die hiesigen Hühner im Moment zu ihre Eier legen. Früher war ihr liebster Eierlegeplatz ja genau vor dem Laden. Sehr praktisch für uns eins. Doch mittlerweile scheint es fast so, als würden sie morgens zum Eierlegen an irgendeinen anderen Ort ziehen. Dabei sind Eier doch aus keinem guten Kaufladen wegzudenken. So ein Skandal. Von den geheimen Stützpunkt wissen nur ich und meine Mama. Und weil es so geheim ist, darf mir auch keiner nachlaufen. Claro? Nicht die Prico. Okay, alles klar. So. Dann quatschen wir mal mit Paya. Ja. Oh ja, die schwebende Kranzruine. Hier im Dorf ist das bei weitem interessanteste Forschungsobjekt meiner Laufbahn. Und welch weise Voraussicht, die Bedeutung dieser Ruine zu erkennen und zugleich die Forschungsgruppe zu rufen. Ich bin von Ihrer Arbeit zutiefst beeindruckt, liebe Dorfvorsteherin. Ach was, ich konnte bloß nicht einfach so ablehnen, als mir meine Vorgängerin ganz plötzlich dieses Amt übertrug. Dorfvorsteherin bin ich mehr oder weniger, nur auf dem Papier, denn ich muss noch sehr viel... Huch! Link, seid ihr es etwa? Welch eine Freude, euch wiederzusehen. Paya, Dorfvorsteherin von Kakariko. Wie froh ich doch bin, euch Prinzessin Zelda und euch und Prinzessin Zelda wohl aufzuwissen, Link. Ja, gut, nicht ganz. Wie bitte, Prinzessin Zelda soll immer noch verschollen sein? Nein, ihr müsst euch irren, sie stand vor mir und hat mit mir geredet. Es geschah gleich nach dem Kataklysmus. Prinzessin Zelda kam zu uns nach Kakariko und... Ja, das haben wir gerade gelesen.
Sie befahl allem im Dorf, sie sollten sich von dieser schwebenden Kranzruine fernhalten. Ganz ohne Zweifel, ich bin mir sicher, sie gesehen zu haben. Da sie urplötzlich wieder verschwand, konnten wir sie leider nicht nach dem Grund für das Verbot fragen. Wir nahmen an, dass sie das Dorf und seine Bewohner schützen wollte, da die Ruine jederzeit herabstürzen könnte. Ja, genau darüber habe ich mich soeben mit Frau Paya unterhalten. Das heißt aber alles nicht, dass wir an unseren Worten zweifeln würden, Link. Was für eine verwirrende Angelegenheit. Ich bitte um Verzeihung, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Dies ist der hochgeschätzte Herr Tauro von der Sonar-Forschungsgruppe. Ich habe ihn gebeten, die in und um unser Dorf herabgefallenen Kranzruinen zu erforschen. Schließlich sucht sein Wissen über die Sonar-Zivilisation seinesgleichen. Dabei legt er nicht nur ein unglaubliches Forschertalent an den Tag, sondern ist selbst mit der Schrift der Sonar vertraut. Tauro, Lauter der Sonar-Forschungsgruppe. Oh. Diese schwebende Kranzruine, zu der Prinzessin Zelda den Zutritt untersagte. Zweifelsohne handelt es sich um ein einzigartiges Objekt, das es nur in Kakariko gibt. In der Umgebung des Dorfes sind mehrere dieser Kranzruinen herabgefallen. Die meisten sind dabei auseinandergebrochen und in jeder von ihnen fand man eine beschriebene Steintafel. Bei ersten Entzifferungsversuchen stellte sich heraus, dass die Texte mysteriöse Begriffe wie die Weisen enthalten. Es gibt allerdings noch so vieles, das sich bislang unserem Verständnis entzieht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch in der schwebenden Ruine eine Steintafel gibt, die von Weißen erzählt. Selbst reden würde ich niemals gegen Prinzessin Zeldas Befehl verstoßen und die Ruine auf eigene Faust erkunden. Wenn ich nur noch einmal mit ihr reden könnte, ließe sie sich vielleicht von mir überzeugen. Jedenfalls kann ich deine Berichte über Prinzessin Zelda nur schwer mit unseren Erlebnissen hier in Einklang bringen. Wenn bei ihr alles in Ordnung ist, dann wünschte ich, sie würde wieder mit uns in Kontakt treten. Sie muss ihre Gründe haben. Doch bis wir Prinzessin Zeldas wahre Beweggründe erfahren, haben wir keine Wahl, als die Ruine nicht zu betreten. Das sehe ich anders. Da werden wir definitiv gleich mal reingehen. Okay. Gibt's irgendwas? Prinzessin Zelda, der Ausrichtungsverbot verhängt. Niemand darf sich dieser Kranzruine nähern. In deinem Fall höchstverständlich, doch selbst hochklassige, erfahrene Archäologen wie ich dürfen nicht hinein. Oh. Und ob, es ist gar nicht lange her, da besuchte Prinzessin Zelda dieses Dorf und sprach ihr königliches Verbot aus. Weder Bewohner noch Besucher, weder Laien noch Fachmann dürfen sich dieser Kranzruine nähern. Punktum. Und da sie in höchster Eile war, weiß niemand den genauen Grund. Aber wie selbst ein Fachfremder sieht, ist das ganze Gewölbe aufs höchste Einsturz gefährdet. Ganz sicher wollte die Prinzessin die Dörfler allein vor den Gefahren dieser maroden Baukonstruktion bewahren. Ach komm! Also, ich meine, ich kann doch einfach oben... Hä? Ja, gut. Ja, gut, ist okay. Ist okay. Da ist er wieder. Ist okay, wir gehen außen rum. Kein Thema. Oha, hier ist einfach die Kranzruine ins Dorf, also da reingeknallt, oder was? Das ist ja nicht so schön. Jetzt wohnt die hier außen, weil sie innen ihr Zeug verloren haben. Ah, die ist ja, die hat hier ordentlich reingeknallt. Ja, machst du nix, ne? Wenn die Kranzruine kommt und du weißt was. Was stand da? Untersuchen. Kalibs Tagebuch, let's go. In meiner raren und wohlverdienten Schaffenspausen fragte mich Tauro, wieso ich der Forschungsgruppe dann helfe. Ich gestand ihm frank und frei, dass es mit seiner eigenen Person zusammenhängt. Schließlich ist er eine wahre Koryphäe. Diese Worte waren keine Schmeichelei, ich hätte noch weit mehr hinzufügen können. Etwa, dass Tauro ganz eindeutig ein Auge für unseren akademischen Ehrgeiz hat. Und damit meine ich den meinen. Laut sprach ich das selbstverständlich nicht aus. Ich bin mir sicher, dass Tauro meine wahren Beweggründe verstand. Tauro, ganz plump gesagt, ist der richtige Katalysator, um meinen Ruhm wahrhaftig in die Welt hinauszutragen. Forschungsleiter Tauro überrascht mich mit seinem Beitritt zur Forschungsgruppe immer wieder aufs Angenehmste. So wankte ich neulich zur frühen Stunde schlafestrunken zur Arbeit und fand ihn tief ins Studium einer Tafel versunken vor. Er sah mich, grüßte mich und meinte nur, ach, heute mal etwas später hier, ja? Etwas später hat man Worte. Da wurde mir klar, dass es sich mitnichten um einen juvenilen Scherz handelte. Ich war spät dran, verglichen mit ihm.
denn mir fiel ein, dass er jene Tafel schon am Vortag studiert hatte und schlicht die ganze Nacht durchgearbeitet hatte. Das wiederum ist jetzt nicht so ein spannendes Tagebuch. Ich war sprachlos, ob solcher Hingabe, so vertieft er war, war er, dass Tag und Nacht ihm ein und dasselbe geworden waren. Der Auftrag der Forschungsgruppe lässt sich in knappe, aber zielsichere Worte fassen. Wir sind Retter der Geschichte. Wir befreien geschichtliches Wissen aus dem neidischen Klammergriff der Ruinen, die es der Welt vorenthalten wollen. Unser Vorgängerwerk ist Nährboden unserer Arbeit und unsere Funde soll das Forscherstreben der Zukunft nähern. Und Leiter Tauro hat es sich zum Leitsatz gemacht, der Nachwelt den reichsten, nur denkbaren Nährboden zu hinterlassen. Kurioserweise scheint es ihm völlig eins, ob dabei sein Ruf die Generation überdauern wird oder nicht. Jedem sei sein Wunsch gewährt, doch ich habe höhere Ambitionen. Mein Name soll auf ewig bestehen. Nicht nur soll ihn die Forscherschaft der Zukunft in Ehrfurcht raunen, das allein reicht mitnichten. Er soll Bücher zieren, Schriften, gar die Welt selbst, Fluss, Berg und Klamm. Der Kaleb ist auch schon so ein bisschen, ne? Größenwahnsinnig. Ja, Monte Kaleb, alles klar. So, dann kennen wir, wissen wir Bescheid, wenn wir Kaleb lesen. Trottel. Ja, das ist immer noch Bukri. Was ist hier? Kleidung. Muss ich Kleidung fotografieren? Nee, ne? Geht ja. Also normalerweise kann es ja nicht sein, weil die würde man ja... Ja, hier. Meine arme Oma. Okay. Himba kümmert sich um die Oma. Okay, wenn es familiäre Probleme behoben sind, dann gibt es hier günstigere Preise. Ah. 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 Sagono Modemar. Ach, Hateno Sagono. Ja, okay, alles klar. I see. Ja, okay, alles klar. Also das ist unbezahlbar aktuell. Hier müssen wir uns um die Familie kümmern. Achso, das ist das Haus. Ergibt Sinn. Er ist eigentlich die Statue hier unten. Hier war doch so eine Statue der Göttin. Ah ja, natürlich ist eine hier. Okay, nützt mir jetzt nichts, weil ich habe eh nur eins oder zwei. Von daher egal. Aber jo. Hier hinten war dieses Rüstungskürbisfeld, genau. Ich bekomme sicher Ärger, wenn ich den nehme. So sieht's aus. Ja, deswegen nehmen wir den auch nicht so einfach. Okay. Alles klar. Hatten wir das in Breath of the Wild nicht schon mal? War das nicht schon mal sowas ähnliches? Meine Hühner sind darauf trainiert, jeden Tunich gut aufs Korn zu nehmen, der es wagt, sich meinen Bäumen zu nähern. Wer braucht schon Wachhunde, wenn man Wachhühner hat? In meinen Garn treibt keiner ungestraft Unfug, allerhöchstens einmal und dann nie wieder, im Leben nicht. Ist okay. Melos Pflaumengarten, ja, ist auch so eine Pflaume. Da ist noch ein Haus. Oh, Goldapfel. Ja, moin. Gar nicht gesehen, dass da ein anderer Apfel hängt. Hätte ich ja fotografieren können. Ist hier noch einer? Nee. Ach, shit. Was ist hier so? Nix. Okay, nix ist besser als ein schlechtes Tagebuch. So. Okay, Brunnen. Diesmal vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, was haben wir hier Hübsches? Haben wir schon. Schon.
Halbe Labyrinth. Ah, Truhe. Das ist doch schon mal was. Ja, ist jetzt schlecht. An sich kannst du einfach da drin bleiben. Ganz ehrlich. An sich kannst du einfach da drin bleiben. So. Also man muss ja nichts mitnehmen, ne? Ich habe noch keinen Apfel fotografiert, bin ich bekloppt? Ah, Riesenleuchtsamen auch noch nicht, natürlich. Hä? Mann, es hat's wieder nicht angenommen, ne? Jetzt aber. So. Hier ist eine Fackel. Also war hier jemand. Also sind hier Leute. Ich meine, klar, ist ja auch ein Brunnen. Warum sollten hier keine Leute unten sein? Auch wenn ich noch nicht so genau weiß. Wozu das jetzt hier? Hä? Das war's jetzt, oder was? Hier ist jetzt einfach Schluss. Hier ist jetzt einfach Schluss. Sehe ich doch richtig. Hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's nach hinten noch. Oh. Ich habe nichts gesagt. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Ach, doch. Lol. Oh ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Da sind Spurtkarotten, okay. Rüstungskürbis hatten wir schon. Ah, hier kann ich lesen. Also jetzt geht's aber wirklich nicht mehr weiter. Das heißt, das hier ist das Ziel der Reise. Also dieses Buch hier sozusagen. Okay, was steht da? Abgenutztes Tagebuch. Ich hoffe, es ist spannend. Mein geliebter Mann opfert sich immer sehr für alle anderen auf. Seit er in Impas Haus tätig ist, arbeitet er nur noch fleißiger als vorher. Er soll mir lange gesund bleiben. Darum habe ich mich sehr gefreut, als meine Abwehrfleischkürbis so gut ankam. Ein Rüstungskürbis. Fleisch war schnell zubereitet und schmeckte ihm so gut, dass er mehrfach nachschlagen wollte. Meine geliebte Pico erfreut mich jeden Tag aufs Neue. Sie ist ein Schatz. Wenn es nach ihr ginge, wird sie jeden Tag einen dicken Butterapfel aufgetischt bekommen. Sie stopft sich damit wie ein Eichhörnchen die Bäckchen voll, die Kleine. Immer voll mit Äpfel und Ziegenbutter. Okay, also geht's um Rezepte in dem Ding. Ausdauer Honigäpfel. Okay, ja, das war sehr spannend. Ja, hier könnte ich kochen. Wollen wir wieder ein bisschen was kochen? Mich würde es ja mal interessieren, wie man jetzt diese Dinger kocht. Ja, erstmal so eine Tomate, genau. Kochtomaten, okay, ja, tatsächlich. Boah, für mich wäre das persönlich gar nichts, weil ich so überhaupt nicht auf Tomate bin. Aber diese Leuchtdinger, genau. Und das ganze Zeug da, ne, so das OH. Wie kombiniert man das denn am blödsten? Und genau die Dinger hier, nämlich diese Düsterwürmchen, die lassen ja den Körper leuchten. Kann ich die zum Beispiel einfach mit einem Pilz kombinieren und dann wird da, oder mit einem Apfel und dann wird da was draus? So, keine Ahnung. Nein.
Okay, also so kann ich die nicht kombinieren. Wie kann ich die kombinieren? Ja, das ist ein ganz tolles Rezept. Ach, Medizin, die den Körper leuchten lässt. Okay, Medizin war immer mit Insekten und so, ne? Irgendwie sowas. Ja, oder mit... Ah, warte, warte, warte. Mit Monsterzutaten, ne? Ja. Leuchten 13. Der Leuchteffekt lässt dich selbst aufleuchten, um so deine Umgebung zu erhellen. Sehr nützlich. Okay, das ist cool. Das ist Leuchtmedizin. I see, I see, I see. Und dann hatten wir noch so Sachen gefunden, wo es hieß, das ist dann, da ist man dann gegen Miasma irgendwie. Ist das effektiv? Was war das denn? Irgendwas war gegen Miasma. Finsterklumpen, genau. Als Kochzutat verleiht der Resistenz gegen Miasma. Okay, probieren wir einmal aus. So. Und einen Apfel dazu. Miasma-Schutz 3 Minuten. Schützt deine Herzen vor Miasma, Level 1. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. I see, okay. Sehr interessant. Haben wir mal ein bisschen was ausprobiert. So. Ansonsten habe ich ja noch Essenskram, ne? Ja, eigentlich nicht. Okay, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Himmelspilz haben wir halt ganz viele. Und was wir gemerkt haben, ist, wir brauchen Ausdaueressen vor allem. Oh ja, okay, das wird nicht viel. So ein Pilzspieß bringt jetzt nicht so viel. So müsste es doch aber ordentlich funktionieren, oder? Dampfpilze, jawohl. Wo ist denn so Ausdauerkram? Ich habe doch so 3 Millionen Ausdauerschrecken. Wo sind die denn? Schleichwürmchen? Wo sind denn die Ausdauerschrecken? Vor allem, wenn es nach Typ sortiert ist, dann müssen die doch hier irgendwo sein. Ach, hier. Sag ich ja. Medizin muss ich die aber machen. Mit Monsterzutaten gekocht Medizin. Okay. Als Pfeil angebracht lässt sie sein Ziel von selbst verfolgen. Oh, okay. Interessant. Ermöglicht es Angriff über höhere Distanz. Auch interessant. Dann will ich aber eine ganz normale Monsterzutat eigentlich mal nutzen. Ja, komm. Wie viel kriege ich da jetzt von? Ah, okay, nicht so viel. Ja, okay. Dann machen wir mal hier Fleisch. Und den Rest mit Äpfel. So, weil Äpfel kriegt man am schnellsten zusammen. Ja, sehr schön. Okay. Soll das mal reichen. Oh, was passiert jetzt? Ah, das ist jetzt aber wirklich Blutmond. Das ist jetzt Blutmond. Das ist jetzt Safe Call Blutmond, was hier passiert. Ja, ja. Ja, ist okay. Wenn das Blutmonds Licht. Ja, ja, Zelda, ist schon recht. Ist schon recht, Zelda.
So. Ich will wieder nach oben. Wir waren lang genug im Brunnen. So. Wir haben hier noch ein Haus zum Erkunden. Okay. Schlimme Krankheit, komm nicht aus dem Bett. Ah, das ist die mit den Finanzen. Okay. Ja, zu nah an den Abgrund. Okay, Miasma. Ja. Okay, da muss ich mich an Himba wenden. Aber das ist dann die Oma, der es nicht so gut geht. Hier wird gekocht. Oh! Mission. Ach, da ist Himba! Wenn nichts passiert, wird Oma womöglich noch. Aber Clary, die hat ja mit der Boutique schon alle Hände voll zu tun. Ich muss irgendwie selbst ein Heilmittel für Oma herfinden. Kennen wir uns? Du bist nicht von hier, oder? Na, ist auch egal, solange du helfen willst. Ah, kann ich das, was ich hergestellt habe, vielleicht für sie auch nutzen? Milchrisotto. Okay, Zutaten, die gegen eine Miasma-Vergiftung helfen. Also ich habe was halt das immun macht, aber ob das Gegengift ist? Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Okay, aber das macht sie dann selber. Ich muss nur diese Miasma-Zutat finden, ja? Okay. Bei den fairen Händlern. Alles klar. Ja. Okay, also. Sie will eine Zutat haben, die gegen Mias... Ich probiere jetzt halt mal dieses Dunkelkram, ob ihr das hilft. Wo ist es denn? Ich hatte es doch vorhin noch. Das ist auch was ganz was an. Wo ist denn dieses Dunkelzeug? Da, genau. Finsterklumpen. Aber Resistenz gegen Miasma. Ich weiß halt nicht, ob das sowas ist, was sie. Aber ich kann mich auch gar nicht reden damit. Ich glaube, das würde. Ich glaube, wenn das helfen würde. Wenn das helfen würde, würde sie wahrscheinlich sagen: Hey, du hast da was. Also, ich denke mal, dass es mir auch nicht hilft, was ich da habe. Okay, aber wir wissen Bescheid. Wenn wir was haben, was gegen Miasma hilft, dann sind wir hier wieder richtig. Okay. Da oben war ein Schrein im Original. Ist der immer noch da? Weil das halt der Teleportierschrein für Kakariko war, so. Nee. Ah, das war mal ein Schrein. Da ist ein bisschen was draufgestürzt. Okay, also die Schreine sind auch wirklich an anderen Orten jetzt. Ja, da drüben ist einer. Toll. So, aber ich meine jetzt die dumme Frage, die ich mir vorhin schon gestellt habe. Ich kann doch hier einfach... Jo. Ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Niemals realisierst du das. Hm? Oh. Niemals kann der da...
Also, nee. Ich protestiere aufs Schärfste. Niemals kann man das realisieren, dass der da, dass ich da, also, nee. Das gibt ja gar keinen Sinn. Ach, das ist Dorian. Ja, moin. Oh. Luxusbetten, ja, ja. Toll. Hier ist sonst nichts, ne? Okay. Also, so ein Quatsch. So einfach nur, weil das Spiel nicht will, dass ich da hingehe. Macht's den einfach zu dem Ultra-Instinkt-Nutzer hier. Das sind also Kranzruinen. Lasi, kann schon sein, dass dieser Teil auch zu den Kranzruinen gehört, aber das ist doch nur ein Bruchstück. Ja, da will ich hin. Ja. Danke, Zelda. Okay. Ich überspring's gerade. Ja, 5 sind runtergekommen. Uiuiuiui, ich geh mal hier hoch. Weil vielleicht ist da oben ja noch irgendwas Tolles. Oh, da kommen wir zum Schrein. Ja, let's go. Ja, da kommen wir zum Schrein. Okay, okay, okay. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Vielleicht schaffen wir den Schrein. Oh, hier kann ich. Kann ich hier rein? Das ist definitiv eine Kranzruine. Mit einem Buch. Übersetzung des Textes der Steintafel in der südlichen Kranzruine. An der Seite Königs gegen Dämonenkönigreich Hyrule bewahren, so Weisen geheißen. In diesem Text geht es eindeutig um die Vergangenheit von Hyrule. Ich würde ihn wie folgt interpretieren. An der Seite des Königs stritten sie gegen den Dämonenkönig, um das Reich Hyrule zu bewahren. So wurden sie denn die Weisen geheißen. Und das ist die... Soll ich die fotografieren? Naja, scheinbar nicht. Ich mach trotzdem mal ein Bild von. Also das war Nummer 1. Ist hier sonst noch was Spannendes? Nö. Okay. Ist oben drauf was Spannendes? Irgendein Krogi? Krogi, Krogi? Sieht jetzt auch nicht so Krogi aus. Das könnte ein Krogi sein. Krogi? Schade. Hätte ja sein können. Na gut, dann. Lol. Achso, der ist gerade da unten gewesen. Jetzt ist er hier oben. Okay, gehen wir weiter Richtung Schrein. Haben wir den schon fotografiert? Ja, Schleichling. Da ist, vor allem hier ist einfach so ein Gerät. So, scheint nicht zu funktionieren, aber es ist einfach so ein Gerät runtergekommen. Auch wild. Ach so, doch, klar funktioniert es. Ich muss ja was reinwerfen. Ja, ich bin doof. Ist ja wie eine Kochstelle. Nur für Sonau-Kram. Okay, was ist hier? Forschungsgruppe. Kannst du ihn auf Ebene. Steintafel mit Sonderschriftzeichen. Unbekannte Spezies, Sonnenfleckchen.
Oh, wait, war Sonnenfleckchen nicht? Füllt Herzen auf, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Ist das vielleicht so Medizin dann? Das würde ich nachher mal probieren. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Schrein. Doch, da komme ich schon hin. Nein, 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 nein. Hochklettern. Wehe, es regnet gleich. Ich raste aus. Okay, das sind neue Pilzarten. Was haben wir denn hier Hübsches? Rüstling, alles klar. Bleibst du wohl hier? Rüstling, Rüstling und ab nach oben. Schrein it in. Makasura Schrein. In der Hoffnung, dass der besser läuft als der letzte. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich weiß bis jetzt nicht, was ich da hätte machen. Also, das verwirrt mich noch massiv, was ich da hätte tun sollen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Beim besten Willen nicht. Auf und ab, hin und her. Also erstmal das da. Das war jetzt noch nicht so das Problem. Okay. Was kannst du so? Nein, ich will das hier. Keine Ahnung, was du kannst. Okay, der kann sich aufrichten. Aha. Und der ist aber kaputt, oder was? Ach nee, ah, der... Oh, okay, die richten sich auf und sind dann ganz gerade. Ich verstehe. Okay. Aber das reicht ja nicht mal ansatzweise bis darüber. Also, das reicht ja nicht mal ansatzweise bis darüber. Aber ich habe eine andere Idee. Ich kann jetzt ja hier hochklettern. Dachte ich. Kann ich ja nicht hochklettern. Doch, genau. So, und von hier oben... Müsste ich doch jetzt darüber fliegen können. So, mal gucken. Ja, das reicht locker aus. Okay. So. Das schon mal aktivieren, aber ich krieg's nicht. Also, okay. Mehr kann ich aktuell damit nicht machen. Ich kann es bewegen. Gut. Da
Da komme ich nicht ran. Da komme ich ran, aber das kommt auch nicht über die Mühe. Was super, okay. Okay. Hier ist wieder so ein Ding. Also hier komme ich halt nicht, also hier komme ich auf gar keinen Fall rüber. So. Hier kann ich natürlich rüber. Hallo. So. Ah, wobei. Nee. Ich wüsste auch nicht, wo ich hin will, wenn ich da drüben bin. Machen wir es mal so rum. Das erscheint mir schon sinnvoller. Ja. Ja, definitiv. Aber wenn ich jetzt da runtergehe, wie komme ich denn dann... Ach so. 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 Müsste ich den halt irgendwie... Also was würde denn passieren? So, wenn ich den jetzt wieder andersrum daran packe. Also, der muss ja mit dem Boden, ne? Also halt so. Genau. Ja. Nicht hoch genug. Oder kann ich jetzt da drauf wieder stehen? Und dann darüber kommen? Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ist hier noch irgendwas? Nee, mehr ist hier nicht. Wait, ich will da hoch. Will ich da hoch? Da ist eine Truhe, ich will da hoch. Feenwasser. Oh, nice. Kann man mal mitnehmen. Aber wie komme ich jetzt? Ach so. Ja, das wird's wieder. Das ist jetzt wieder meine Frage. Funktioniert das? Weil dann könnte man das ja immer so lösen. Dass ich sage, so, ich heb das jetzt hier an. Und dann spule ich einfach die Zeit zurück. Nein, zu langsam. Weil jetzt wäre es nämlich weiter oben. Und jetzt könnte ich einfach rüber. Na? Das ist das Ding.
ganz lange oben lassen. Und dann aber auch ein bisschen länger noch unten lassen. Damit ich nicht sofort hochgeschossen werde, sondern auch ein bisschen Zeit habe. So, probieren wir es. Ja. Und jetzt kann ich darüber. Ja, easy. Und jetzt kann ich nämlich die Kugel mir nehmen. Und hab die Kugel hier drüben. Und das Ding kann ich auch mitnehmen. Kann ja nicht schaden, wenn es auch mit hier drüben ist. Aber dieser Trick mit der Zeit, auf die Art und Weise hochzukommen, ist das wirklich intended oder geht's anders? Weil das kommt mir so... Bisschen weird vor, muss ich gestehen. So ein bisschen weird kommt mir das schon vor, mit dieser Zeit diesen Trick immer anzuwenden. Aber gut, ja, was immer hilft. Haben wir eigentlich alle Truhen? Yes. Okay, so, dann kann die Kugel wieder raus. Kommt hier rein. Wahrscheinlich brauche ich die da drüben auch nochmal. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich die nicht mehr, wenn ich da drüben bin. Wofür ist denn dann jetzt... Warte, wie weit ist denn das bis darüber? Oha, das ist sehr weit. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ich glaube nicht, dass ich die Kugel... Also ich glaube, die Kugel brauche ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, die kann weg. Aber wie... Um alles in der Welt... Verknüpfe ich jetzt den Spaß... Wir machen jetzt erstmal da ein ganz langes Ding draus. So. Aber das ist ja... Oh. Mein Gott. Also das ist halt jetzt sehr hoch. Aber ich komme jetzt hier auch nicht da hoch, oder? Gut, von da oben könnten wir wahrscheinlich schon darüber fliegen. Sind wir mal ganz ehrlich. Die Frage ist, komme ich da hoch? Oh mein Gott!
Geht das? Andere Richtung. Yo! Sick. Was ein Speed da plötzlich drauf war. Okay. Aber ich merke schon, die Schreine werden... Puh. Das war sicherlich auch wieder nicht das Gedachte. Ich hatte eigentlich auch ein bisschen was anderes vor, aber dass es mich jetzt da so hochgeschossen hat, das war natürlich... ja, ne? Das war okay. Hilft mir jetzt nicht so wirklich, hier mit den Kranzruinen weiterzukommen. Weil ich schätze mal, wenn ich jetzt da noch weiter hochgehe, dann geht mir der Typ trotzdem auf den Keks. Ach, ich komme hier eh nicht hoch. Weil das der von da unten sieht, wenn man da rüberklärt. Also das ist ja auch, ne? Kann doch nicht sein, dass er das sieht. Oh, was ich nicht sehe, ist, dass wir schon über eine Stunde sind. Danke fürs Zuschauen und tschüss.